und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Love-Freunde, zum First Look zu Pioneers of Pegonia, die Demo-Version, die ihr auch sehen könnt. Tatsächlich ist die Veröffentlichung der Demo-Version ein bisschen an mir vorbeigegangen. Wir haben heute den 6. Oktober und ich glaube, die Demo ist am 3. oder 2. rausgekommen. Und viel zu tun, viel um die Ohren und plötzlich da ich, oh, die Demo ist raus, da musste ich ja schnell reinschauen. Wie gesagt, ich habe noch keine Sekunde gespielt und bin das erste Mal im Spiel und die Musik ist jetzt schon sehr laut. Ich hoffe, das geht gleich. Und ja, dieses Spiel hat mich sehr, sehr gefreut. Es wird jetzt soll am 13. Dezember 23 in den Early Access kommen, also in guten 2 Monaten. Und ja, es ist im Prinzip für mich persönlich ein Kreis, der sich schließt. Mein allererstes Spiel war damals auf dem PC da tatsächlich die Siedler 1. Es ist gute 30 Jahre her. Oder war es Siedler 2? Und dann ist es, ich glaube, 27, ach, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur noch, dass ich damals extra ganz, ganz früh aufgestanden bin, als kleiner Junge mich an den PC von meinem Vater gesetzt habe. Und ja, das erste Mal 2 oder 3 Stunden am Stück durchgezockt habe, natürlich direkt Anschiss bekommen habe, weil ich durfte natürlich gar nicht an den PC, aber es war halt so. Und da liegt der Grundstein für diese Zockerleidenschaft im Prinzip. Es ist immer dabei geblieben. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Lasst uns reinschauen. Wir haben keinen Speicherplatz, von daher können wir nichts laden. Was soll das? Ja, vielleicht. Das sieht gut aus, es lädt. Ist ja auch der Hauptmenü-Screen schon wieder mit so viel Wuselkram bedeckt. Also dafür ist ja, ich denke, dafür wird dieses Spiel auch sehr bekannt werden. Es ist ja mittlerweile so, dass in vielen Spielen viel gewuselt wird, viel gemacht wird. Ja, aber ich glaube, dass es hier mal wieder auf einem neuen Level sein wird. Ich habe mich vorher nicht groß informiert. Ich habe nur halt gelesen, von wem das Spiel ist, wer das macht. Ist ungefähr wieder das Ziel. Es ist halt eine Wirtschaft aufbauen. Und ja, wir sind im Prinzip schon drin. Ich finde das Schiff sehr groß, muss ich sagen. Kann ich irgendwie raus scrollen? Ne, ich kann nur noch rein scrollen. Okay. Okay, mit Linksklick bewege ich die Maus. Oder WASD geht auch, sehe ich gerade. Drehen geht logischerweise. Was haben wir denn hier? Ja, im Prinzip alles wie vor 30 Jahren, nur dass die Grafik besser ist. Deutlich besser. Nebel, okay. Man hat keine Sicht, wie es weitergeht. Ja, schön. Was haben wir hier? Die Insel, okay. Okay, okay. Das ist unsere Bevölkerung, 329 Leute. Wir haben 171 Unterkünfte, die müssen ja dann auf dem Schiff sein, augenscheinlich. Ah, okay, da sind alle drin und das sind wahrscheinlich unsere Arbeiter hier. Genau, das sind im Moment alles Träger, 150 Leute. Hier stehen noch die Materialien. Jetzt haben wir da Eisen, Holz, Holzstämme. Das kann ich, keine Ahnung, werden wir gleich alles sehen, was das ist. Gut, dann haben wir hier unten Wege, Rundung und Expansion. Okay, das sind die einzelnen Gebäude, die man zu bauen hat, Holz und Stein. Holzfäller, Sägewerk, das sind alles die Standardsachen, ne? Also es ist sehr bunt, finde ich. Aber ich finde es gut. Ich finde es, bislang finde ich es ganz gut. Genau, Wachtürme weiter in die Grenzen, Entdeckerposten, Zuhause von Entdeckern, die mit Rationen auf Reisen gehen, um unbekanntes Gebiet zu entdecken. Okay. Gut, ich glaube, wir fangen klassisch an, wie immer. Hat aber einen großen Einzugsradius, oder? Ja, riesig. Okay. Bauen das mal. Gebäude drehen. Ist klar. Bauen das mal hier hin. So, jetzt nicht mit Straße verbunden. Ja gut, das macht Sinn. Das gerne mit so einem kleinen Nebenweg machen. Letzten Wegpunkt entfernen.
Okay, den letzten Weg unten. Alles klar, das ist sehr intuitiv. So, nun tut sich hoffentlich was. Ja, da kommen die ersten raus. Fangt an zu wuseln. Wuselt, wuselt, wuselt. Bitte. So, Forsthaus ist klar zum wieder aufforsten. Das stellen wir hier mal ein Stück weiter hoch. Auch an den Waldrand. Natürlich mit einem Weg verbinden. Genau, okay, sehr schön. Ja. Und es wird wieder gewuselt. Endlich. Noch nicht so viel, aber es beginnt. Steinmetz, Steinmühle. Oh, okay, das heißt, damit die Wege kürzer werden, ein Baustellencamp. Unterkunft von Bauarbeitern, die hierher kommen, wenn sie auf eine neue Aufgabe warten. Das finde ich interessant. Das heißt, sie müssen nicht immer vom Hauptgebäude, in dem Fall von unserem Schiff, laufen. Können wir denn als Nahrungsmittel Sammlerhütte. Sammler eignen sich dafür, die Vielfältigkeit von Kochzutaten zu erhöhen. Beeren und Pilze werden an Marktstände und Proviantmacher geliefert. Wachs wird für die Herstellung von Seil und Stoff an die Weberei geliefert. Gut, Jäger ist klar. Da hinten läuft auch schon unser erstes Jagdopfer. Jagdopfer ist falsch. Das sagt man so, glaube ich, nicht im Jäger-Jargon. Eine Gemüsefarm. Eine Getreidefarm. Ja, Standard. Farmland, okay, klar. Ein Brunnen. Windmühle für Mehl. Und die Bäckerei. Ja, gut, logisch. Oh. Träger, die hier wohnen, werden sich fortpflanzen, wenn Genussmahlzeiten verfügbar sind. Heißt, man muss seine Bevölkerung entsprechend selbst erhöhen durch die Produktion, die man im Land hat. Verstanden. Okay, das große Wohnhaus ist noch nicht freigeschaltet. Sind Rationen das bunte hier? Seht ihr, da habt ihr das auf dem Schiff vorhin gesehen? Das dort, das sind Rationen. Die scheinen ja für die... Das stellen die Proviantmacher her. Und dann gehen bestimmt die Entdecker damit irgendwie auf Tour oder so, ne? Wo waren die noch? Da. Das sind nur die Entdeckerposten. Genau, ich denke, dass die... Das hier oben bei? Nein, okay, hier sind unsere Waren. Seht ihr, Nadelholzstamm, Nadelholzbalken, Laubholzbretter, Steine, Grenzsteine, okay. Bergstein, Kupfer, Kohle, Eisen, das sind die Standardsachen. Silber, Silbermünzen. Ration hatten wir gerade. Wasser ist klar. Hasenfleisch. Himbeeren. Und hier die Werkzeuge. Schaufel, Hammer, Holzspeere, Eisenschilder. Alles klar. Sind hier oben alle gruppiert. Ja. Okay. Also ist im Gegensatz zu spielen aus dieser Reihe, beziehungsweise klar, man vergleicht es automatisch mit ähnlichen Spielen. Anno zum Beispiel. Die ganze Anno-Reihe. Die Ziele sind relativ ähnlich, aber das Spielprinzip ist bei beiden ein völlig anderes. Und das macht es eben so interessant. Ich bin mir nicht sicher, wo dieses Spiel nachher hinführt. Es geht, wie gesagt, Ende Dezember oder Mitte Dezember in den Early Access. Und ich glaube, es geht einfach nur darum, erstmal diese Warenströme, diese Warenabläufe richtig und ordentlich aufzubauen. So, wir haben jetzt ganz einfach damit angefangen, dass wir einen Holzfäller haben. Ach, wir brauchen ein Sägewerk. Aber das haben wir ganz vergessen. Posthaus, Sägewerk, da ist es. Sägewerk würde ich natürlich entsprechend dazwischen bauen. Kann ich dem Förster sagen, wo er arbeiten soll? Ja, genau, ich kann den Fokuspunkt setzen. Den hätte ich gerne da nicht. Doch, habe ich, okay. Ne, seht ihr, setzt jetzt hier diesen Fokuspunkt hoch. Und in diesem gesamten Radius könnte er arbeiten. Und jetzt arbeitet er von hier eben konzentrisch nach außen. Gleiche machen wir für den Holzfäller. Klicke um stattdessen nur die ausgewachsenen Bäume. Ja, alles klar, das machen wir, das hört sich gut an. Ja, Thema Umweltschutz. Ja, hier steht, das fällt nur ausgewachsene Bäume, erhält den Wald länger, weil ausgewachsene Bäume oftmals Schösslinge hinterlassen, verlängert aber die Laufwege der Holzfäller.
Das wir haben langsamer Holz. Oh ja, jetzt geht es los. Jetzt kommen die hier mit Wasser. Das sind Bauarbeiter. Genau, ihr geht hier Bauarbeiten. Ihr planiert das jetzt. Ihr geht Bauarbeiten. Hm, gutes Deutsch. Genau, ihr bringt Holz, ihr seid Träger. Ihr bringt Wasser für die anderen. Das heißt, wir müssen definitiv einen Brunnen bauen. Hatte ich, glaube ich, schon gesehen. Sammlerhütte. Damit Himbeeren, Steinpilze, Feuerholz und Flachs. Suchen das einfach mal. Haben wir denn... Nee, das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Was habt ihr? Achso, ihr... Ah, er wässert die Bäume damit. Okay, das ist interessant. Ich möchte gern da den Brunnen haben. Ich würde die Hütte genau daneben stellen. Mal sehen, ob die da was machen kann. Ich weiß es nicht eben nicht genau, ob die einfach auf der Wiese sammelt oder im Wald. Das wird sich dann zeigen. Oben haben wir Steine. Und das Ganze... Ja, okay. Nee, ich möchte es gar nicht schneller machen. Ich möchte das eigentlich tatsächlich einfach mal genießen zu beginnen. Und solange die jetzt da rumbauen, drücken wir hier mal weiter. Also Nahrung hatten wir durch, Bäckereien, genau. Bevölkerung und Mahlzeiten, das war das mit der Fortpflanzung, mit der Vermehrung, Proviantmacher. Das müssen wir nachher mal schauen. Im Prinzip auch, wie weit die Demo geht. Es wird nur gesagt, dass die Demo nicht den vollen Umfang des Spiels hat. Und von daher müssen wir schauen, wie weit das geht. Ich weiß nicht, ob das bevölkerungsmäßig begrenzt ist, ob das zeitlich begrenzt ist. Habe ich mich nicht eingelesen vorher. So, das ist der Marktbrunnen. Der stellt Trinkwasser für die Nuss zur Verfügung. Wo hatte ich denn jetzt? Okay, Brunnenmeister sammeln Wasser zum Kochen und für den Pflanzenanbau. Das heißt, die sind für die Produktion zuständig. Wir haben hier noch den Marktbrunnen. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Da. Der ja, sammelt Wasser für die Produktion von Lebensmitteln. Also für die Genussmahlzeiten. Muss in der Nähe von Marktständen und einer Taverne platziert werden. So, Marktstand ist klar. Jäger bringen Zutaten von Jägern und fahren zu den Marktständen. Köche einer nahegelegenen Taverne sammeln die Zutaten. Muss in der Nähe eines Marktbrunnens stehen. Okay, das heißt, wir haben Marktbrunnen, Marktstand und die Taverne. Diese drei Gebäude gehören zusammen, dass man die zusammenstellt. Okay, Esstisch, alles klar. So, Bergbau. Kupfer, Kohle, Eisen, Silber und die Schmelzhütte. Ja, die verarbeitet alles. Okay. Gut, das ist ziemlich der Standard, wie immer. Weberei macht aus Flachs und Silber Seile, Stoff, Kleidung. Silber verstärkt die Kleidung. Alles klar. Die Lederwerkstatt ist noch nicht da. Münzpulverei. Kupfer- und Silbermünzen her. Handel, okay, es gibt also auch andere. Was war das? Ausrüstung und Ausbildung, Gildenhaus. Okay. Ja, okay, klar. Holzwerkstatt, hier gibt es noch einen Zwischenschritt. Waffenschmiede, das ist alles aus Eisen, Bronze teilweise. Hier dasselbe, allerdings alles aus Eisen. Und Schmiede gibt es noch nicht. Militärakademie bildet und stattet. Ja gut, logischerweise, klar, selbsterklärend. Abenteurereinheiten, genau, das sind dann die, die hier mit losgehen, ne? Oder sind das wieder, ne, das sind Entdecker. Das ist wieder was anderes. Oh, okay, noch einen Schritt mehr. Oh, Arcane Akademie. Hm, sieht interessant aus. Achso, gibt's noch nicht. Ist nur nicht ausgegraut hier. Schade. So, Lager ist klar.
Schatzkammer lagert die Münzen, die wir eben gesehen haben. Handelsposten und Handelslager gibt es noch nicht. So, die Sammlerhütte. Sind die Arbeiter auch hervorgehoben? Sehe ich das richtig? Was sammelt ihr da? Es sammelt Feuerholz. Okay, die müssen also alles sammeln. Die sammeln Himbeeren, Nahrungsaufnahme, die sammeln Steinpilze, das sind bestimmt Rohprodukte dann. Die sammeln Feuerholz und Flachs. Komme ich da einen Tooltip zu? Nein, da komme ich nicht. Hier vielleicht? Okay, oder machen die da Flachs draus? Okay, Produkte, Feuerholz. Es wird gewuselt. Ich habe jetzt auch bewusst erstmal nichts weiter gebaut, um mir das erstmal ein bisschen anzuschauen, weil ihr habt eben schon gesehen, wir haben hier hinten die Holzwerkstätten noch gehabt. Wo waren sie jetzt? Genau. Das ist ein Zwischenschritt, den ich aus anderen Spielen so nicht kenne, dass man wirklich aus dem Rohprodukt Holz schon Waffen herstellt, bevor man Eisenwaffen und Bronzesachen und sowas herstellt. Finde ich sehr interessant, finde ich auch sehr gut. Ich glaube, das wird mir ja ganz, ganz viel hin und her gelaufen und auch viel Planung beinhalten, worauf ich mich aber sehr freue. Gut, genau, Holz haben wir ja im Moment alles erstmal. Sieht man die Ratio irgendwo, was die wie verbrauchen? Gebäude aktiviert, okay. Das ist klar. Ja, achso, ich kann dem Legewerk hier auch sagen, er soll Feuerholz machen. Hat jetzt 6x Laubholz da und 6x Laubholzbalken und er hat jede Menge Stämme schon da rumliegen. Genau, man sieht das hier auch sehr schön. Und hier sind die ja, im Prinzip die Rohstämme und hier hat er schon die Bretter gemacht, Laubholz und Nadelholz hier hinter dem Schild. Und ja, es ist tatsächlich komplett animiert. Ist toll. Eine Bandsäge. Da liegt doch bestimmt ein Hamster unten im Kreis und treibt die an. Was haben wir hier jetzt? Ja, das ist der Sammler. Hier liegt nur das Feuerholz vor der Tür. Da kommt der nächste. Drei Leute arbeiten hier. Ja, okay. Selbst in diesem kleinen Rahmen laufen hier schon jede Menge Leute rum. Träger haben wir aktuell keine, weil wir keine Baustellen ausgegeben haben. Aber fällt mir schon sehr, sehr gut. Das sind kleine Rahmen. Auch die Musik, wo sie jetzt gerade wieder einsetzt, ist schön untermalt, liegt schön dahinter. Stört nicht, nervt nicht. War im Menü erst ein bisschen laut. Hätte ich natürlich einstellen können. Aber hier finde ich es eine schöne Untermalung. Und ja, ich würde glatt sagen, das soll es erstmal soweit gewesen sein mit der ersten Folge. Ich werd für die Demo noch ein paar Folgen mehr machen, dass wir die ganze Demo einmal durchspielen bis zu dem Punkt, wo die Demo eben aufhört. Ich bin gespannt, wo das sein wird, ob es, wie gesagt, wirklich nach Zeit läuft, ob es nach Einwohnerzahl geht. Ich weiß es nicht. Ich habe es vorher nicht gelesen und von daher würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, was ich präsentiere, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr die anderen Videos nicht verpassen wollt, abonniert gerne. Über Kommentare, über Tipps würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß, falls ihr selber spielt. Und ja, auf Wiedersehen.